Deutsche Filme, immerhin eine 9. Auf einer Skala von 9 bis 10. Es ist Kino für Leute, die Kino hassen. Und Thema in unserer Reihe war Lulis Wunschkonzert. YouTuber wünschen, wir recherchieren. Simplicissimus will wissen. Hey Valulis, Jonas von Simplicissimus hier. Ich mach's kurz. Warum sind deutsche Filme gefühlt eigentlich immer so scheiße? Tja, eine gute Frage. Vor allem, wenn man sowas hier sieht. Leute, kriegt euch mal wieder ein. Das ist nur eine Phase. Sagt meine Mutter auch. Gesagt, mein Bruder ist immer noch schwul. Klassentreffen 1.0 heißt dieses Machwerk von Til Schweiger. Da ist er Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Etwa 7 Millionen Euro Budget, 2,5 Millionen Filmförderung und erbärmliche 2,5 Sterne auf IMDb. Zwei Fortsetzungen sind aber trotzdem schon geplant. Ja, trotz solcher Unfälle erscheint ein Mistfilm nach dem anderen. Es wäre jetzt unfair, das an Til Schweiger festzumachen, aber da scheint es schon irgendwie ein System zu geben. Wieso es so viele von diesen Filmen gibt und warum wir in Deutschland immer wieder Scheiße produzieren werden, jetzt. Zugegeben, was scheiße ist und was nicht, das ist auch Geschmackssache. Da hat jeder von uns eine andere Wahrnehmung. Matt, Mariah Careys Glitter hat nur einen Stern? Die hat Premiere auf DVD doch erst en vogue gemacht. Sogar Til Schweiger und Fachleute wie Sönke Wortmann sind sich uneinig über Filme. Ich hab Manta Manta gesehen, der Film ist scheiße und du warst auch kacke. Und dann habe ich ihn so angeguckt und habe gesagt, und ich habe gerade Mr. Bluesman gesehen, der war auch totale Scheiße. Trotzdem kann man einigermaßen objektiv sagen, es gibt mindestens zwei Arten von Scheißfilmen. Die einen haben Anspruch und sind künstlerisch wertvoll, aber keiner will sie sehen. Du. Nein. Warum willst du meine Liebe nicht? Ich leide doch auch! Das Ende der albanischen Apfelblüte. Ein Trennungsdramolett. Die anderen unterfordern das Publikum. Ihr schwerte die Spinden! Es ist aus! Es ist aus! Schreib mir nie wieder! Was? Breaker Man! Keine Beziehung ist sicher. Aber warum gibt es ausgerechnet in Deutschland so viel Müll? Nun, zunächst einmal, es gibt immer viel mehr Scheiße als Perlen. Egal ob auf Netflix oder im Kino, das meiste ist uninteressant. Der schlaue Science-Fiction-Autor Theodore Sturgeon sagt, mit den gleichen Maßstäben, nach denen man 90% der Science-Fiction Müll, Quatsch oder Mist nennen kann, kann man auch argumentieren, dass 90% aller Filme, Literatur, Waren und so weiter Mist sind. Ein Faktor ist übrigens die Zielgruppe. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir alle das hier scheiße finden werden. Jetzt müssen Wendy und ihre Freunde beweisen, sie brauchen ihn und Dixie, sie braucht dich, dass Vertrauen Wunder bewirken kann. Weil das ein Film für Mädchen zwischen 7 und 11 Jahren ist. Wir gehören einfach nicht zur Zielgruppe. Somit ist schon mal der größte Teil der Filme in meiner Wahrnehmung scheiße, weil eben nicht für mich gemacht. Aber irgendwer muss den Rest ja verbocken. Ein Grund dafür ist das Fernsehen, ein Klassiker. Kinofilme werden nämlich gerne mal von TV-Sendern mitfinanziert. Laut der Produzentenstudie flossen letztes Jahr in mehr als die Hälfte der deutschen Filme Fernsehgelder. Und das kann durchaus ein Problem werden, wenn Fernsehsender was entscheiden. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber unsere Zuschauer wollen was Positives sehen. Aber in dem Film geht es um den Holocaust. Ja, aber kann denn nicht wenigstens der Zombie drin vorkommen? Die Folge sind Fernsehbilder statt großes Kino. Oder dass alles fünfmal erklärt wird, damit das unaufmerksame TV-Publikum es auch wirklich versteht. Schaut doch mal, ob ihr bei Who Am I, kein System ist sicher, versteht, was Hacken ist. Hacken ist wie Zaubern. Wie willst du an den MRX rankommen? Mit einem Zaubertrick. Und wie soll dieser Zaubertrick aussehen? Hacken ist wie Zaubern. Bei beiden geht es darum, den anderen zu täuschen. Hex, Hex! Hex, Hex! So, und jetzt sind wir alle so blöd, wie die Redakteure denken, dass wir sind. Außerdem ist das Geld ein Problem, denn es fehlt. Ein hohes Budget bekommt nur der Film, der es wahrscheinlich auch wieder einspielen kann. Deutsche Filme müssen ihr Geld im deutschsprachigen Raum erwirtschaften. Sie werden kaum exportiert. Das Problem? Nur 132 Millionen Menschen sprechen Deutsch. Mehr als doppelt so viele verstehen Französisch. Und über 1 Milliarde sprechen Englisch. Das sind fast 10-mal so viele Menschen, die einen englischsprachigen Film ohne Bearbeitung verstehen können. Zusätzlich verkaufen sich Hollywood-Filme auch synchronisiert und untertitelt. Gut. Deutsche Filme werden da lieber ganz neu gedreht.
Til Schweigers Honig im Kopf ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre. In den USA startete vor kurzem die Adaption. I love you. That's the first time you've ever told me that. Die spielte am Startwochenende weniger als $10.000 ein. Und die Kritik schrieb, so lustig wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Deshalb ist der Film bereits schon jetzt wieder abgesetzt worden. Und die Geldgeber werden sich sehr genau überlegen, ob sie nochmal einen deutschen Film finanzieren. Und das Ergebnis? Am Ende fehlt das Geld, um Drehbücher zu überarbeiten, für aufregende Effekte oder für das Marketing. Ja, und ein weiteres Problem. Die Qualität der Filme bestimmen nicht nur die Macher, sondern auch das Publikum. Ja, hart gesagt, wir sind alle schuld an den Scheißfilmen. Denn kein Mensch will absichtlich schlechte Filme machen. Ein Produzent finanziert Filme, die das Publikum sehen will. Bevor er den Scheck schreibt, schaut er sich an, was gut läuft. Unter den Top 50 der letzten 55 Jahre sind 6 Filme von oder mit Til Schweiger. Ein super Verkaufsargument für ihn. Der deutsche Film mit den meisten Besuchern ist Bully Herbigs Schuh des Manitou. Er parodiert Karl-May-Filme, von denen auch 5 extrem erfolgreich waren. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Otto der Film die meisten Zuschauer hatte, wenn man West und Ost zusammenzählt. Weshalb es auch 3 davon in die Top 50 geschafft haben. Ach ja, und dann handeln noch 9 der erfolgreichen deutschen Filme von der Schule. Es ist also wie eine Rhabarberschorle in einem extrem geizigen Restaurant. Klar, wenn mal was von den Zuschauern her funktioniert hat, dann halten die Produzenten daran fest. Wir hatten Otto der Film, Otto der Katastrophenfilm, Otto der Liebesfilm. Was können wir noch machen? Wie wär's mit Otto der Ölfilm? Oder Otto der Filmfilm? Ich hab's. Otto und der Schatz im Honigtopf. Ja, das ist scheiße! Solange das Publikum den schlechten Filmen so viel Aufmerksamkeit schenkt, werden auch immer mehr Scheißfilme gedreht. Es ist ein Teufelskreis. Doch es gibt Lichtblicke. Filme, die interessante Themen mit wirtschaftlichem Erfolg kombiniert haben. Erdmann, nice to meet you. I'm consultant and coach. Der Film Toni Erdmann wurde mit Preisen überhäuft. Die Kritik hat den Film gefeiert und sogar das Einspielergebnis war ganz ordentlich. Ein seltener Überraschungserfolg. Gesehen haben den Film in Deutschland trotzdem nicht ganz so viele. Und ich fand ihn ehrlich gesagt kacke. Aber egal, mit etwa 900.000 Besuchern haben Toni Erdmann etwa 1 Million weniger Menschen gesehen als Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Trotzdem bleibt das Problem. Scheißfilme laufen oft zu gut. Und ist jetzt das Publikum schuld? Oder ihr? Ihr? Okay, wir nehmen den Song mit rein. Aber dann kommt in den Abspann auch ein Abo-Button, damit die Leute meinen Film abonnieren können, wie sie den Balulis seine Videos abonniert haben. Und vielleicht haben sie da auch die Glocke gedrückt. Ich weiß nicht, schaut doch mal nach. Boop, abonnieren. Boop, deabonniert. Boop, wieder abonniert.